SharePoint-Podcast, Ausgabe 397, die Sommerinterviews, erschienen irgendwann im August 2018. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Ja, zum Sommerinterview. Nächste Runde. Ich begrüße am anderen Ende der Leitung Hans Prender. Hallo Hans, es freut mich, dass du Zeit gefunden hast, auch in diesem Jahr wieder zum Sommerinterview zu starten. Wir haben es ja letztes Jahr gemacht und ich freue mich, dass du, wie gesagt, Zeit hast und uns ein bisschen ein paar Einblicke geben willst zu den beiden Themen, die ich ja dieses Jahr mal so durch den Sommer durchdiskutiere. Das eine ist die Frage nach dem modernen Intranet und das zweite das Thema künstliche Intelligenz. Fangen wir mal mit dem modernen Intranet an. Du bist ja auch viel unterwegs mit OneDrive und so weiter. Wie sieht für dich dann das moderne Intranet aus, beziehungsweise wie siehst du bei Kunden, die du betreust, den Blick auf das moderne Intranet? Naja, die Leute merken einfach, dass sich mit SharePoint Online eine ganze Menge getan hat und dass die irgendwann switchen müssen. Es ist immer noch nicht so, wie das Intranet sein sollte. Man baut an verschiedenen Baustellen. Das ist immer noch Designerarbeit. Sie merken eigentlich nicht, dass es heute wesentlich einfacher ist. Früher brauchtest du einen Programmierer. Heute, sage ich, kannst du mit den Communication Hub und sonstigen Seiten letztendlich ganz schnell was zusammenarbeiten, wenn jemand ein bisschen sich Mühe gibt, und zwar mit Drag and Drop, mit Schieben, mit Informationen, ohne dass ich programmieren muss. Und so sieht für mich eine neue Seite aus. Selbst die Standardseiten, die heute irgendwo im SharePoint zu finden sind, und wir reden nicht von den klassischen, sondern von den neuen Seiten, sind heute so schön und so gut und informativ, dass sie eigentlich schon für vieles ausreichen. Man muss natürlich die Informationen geben, man muss die Informationen reingeben und dazu bedarf es Leute. Das bedeutet für mich, dass man Leute identifizieren muss, wie vieles, was in SharePoint Online und in Office 365 mittlerweile benötigt wird, die nicht unbedingt nur Administration von sowas machen, sondern den Leuten die Gelegenheit geben, sich selber einzubringen. Da gibt es so tolle Leute in meisten Unternehmen, die irgendwo ihr Dornröschenschlaf halten, die man aber eigentlich nur aktivieren muss und die diese Prozesse, ich muss erst genehmigen und mach mal und so weiter, gar nicht haben wollen, sondern einfach drauf losarbeiten. Und da sehe ich eigentlich die Zukunft, dass wir diese Leute aktivieren und dass da dann ein sehr schnelles, lebendiges Intranet existiert, aufgebaut wird, wo die Leute wirklich auch das suchen, was sie zu suchen finden wollen und wo die Seiten auch Spaß machen, weil sie leben. Nun sehen wir bei uns, wenn wir hier im SharePoint-Umfeld auf das Thema Intranet kommen, haben wir über Jahrzehnte, das ist schon ein bisschen länger her, haben wir immer sehr stark über Publishing-Sites diese strukturierten Intranets aufgebaut. Irgendwo gibt es eine Eingangsseite, darunter die verschiedenen Abteilungen, darunter die Unterunterabteilung, alles gut strukturiert mit Menüführung, mit entsprechendem Berechtigungssystem, sehr stark Publishing-orientiert. Das heißt, es gab einen Redaktionsstab, der über die Seiten was veröffentlicht hat und so nach und nach sind ja auch so ein bisschen interaktive Elemente hinzugekommen. Aber das meiste, was so interaktiv ist, spielt sich ja heute eigentlich, ich sag mal, außerhalb von diesen klassischen Funktionen ab, weil guckt man mal nach Teams, nach Planner, nach Yammer, nach all diesen Tools. Da ist ja nochmal ein eigenes Ökosystem unterstanden, was jetzt nicht mehr so dieses klassische Intranet ist. Inwieweit bleibt denn dieses klassische Intranet auf SharePoint Online? Du hast schon ein bisschen was gesagt mit Hubsites, aber da sind ja die Methoden heute zum einen wesentlich flexibler und auf der anderen Seite nicht so strukturiert. Siehst du da überhaupt noch einen Bedarf für dieses klassische Intranet oder wie sieht es eben in einer modernen Variante aus? Ich glaube nicht. Also dieses klassische starre System, ja, die meiste Seite, die irgendwo bei größeren Unternehmen gebracht oder aufgerufen wird, sind immer noch die Seiten, wo gehen wir und was gibt es heute in der Kantine, und was gibt es zum Essen, was wird da angeboten? Das zeigt eigentlich, dass man nicht unbedingt immer diese großen Hierarchien letztendlich abarbeiten muss. Und wenn wir parallel das System wie Teams auch sehen, dann haben die ganzen Administratoren eine riesige Angst, die Kontrolle drüber zu verlieren. Und ich glaube, das ist einfach nicht notwendig. Früher wurden wir gehindert, die Werkzeuge auf unseren Rechnern richtig einzusetzen.
Heute ist es einfach so, dass du das machen kannst, dass Administratoren ganz neue Aufgaben auch bekommen. Was wird sich in der nächsten kürzeren Version an Kleinigkeiten wieder verändern und das in der richtigen Richtung zu steuern? Das geht auch in großen Firmen, ja, aber man muss die Freiheit geben. Man muss einfach ran, lass die Leute letztendlich selber ihr Intranet und ihre Informationen einbringen und nicht die klassische Steuerung mit Menüführung und wo man erstmal verloren wird. Man muss den Leuten zeigen, wie man in SharePoint sucht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann findet man auch als neuer Mitarbeiter im Unternehmen relativ schnell über diese Hub-Sites auch eine Einsprungsseite, die letztendlich dann sagt, hier bist du beim Onboarding, hier findest du dort, hier findest du jenes. Das muss ich nicht neu programmieren, das ist relativ schnell erstellt. Aber wenn ich dich so richtig verstehe, das ist bei dir auch so von der Perspektive her letztlich alles in Zukunft online und cloud-basiert. Und das, was wir so noch off-premise mit rumschleppen, ist halt noch, ja, irgendwas, was noch mit rumgeschleppt wird. Aber die Zukunft liegt einfach auch in der Cloud. Glaube ich, weil man kann es eigentlich mischen. Das ist ja das Schöne, weil du hast ja alle Informationen. Wenn wir heute Teams angucken und die große Überraschung ist immer bei Teams, das ist sowieso alles in der Cloud. Das sind vorhandene Sachen. Ein bisschen SharePoint, ein bisschen Exchange und die Leute wundern sich, wie Exchange? Naja, diese Mails, alles geordnet. Da hat Microsoft einen riesigen Schlag getan. Warum soll ich dann nicht auch Intranet letztendlich dahin ziehen, wo es hingehört und auf die Informationen zuzugreifen, weil das macht ja eigentlich durchaus Sinn, dass wir natürlich, und jetzt sind wir bei einem ganz großen, damit mehr Traffic auf unsere Leitungen bekommen, das ist durchaus richtig und genau da muss angefangen werden zu arbeiten, da sind auch die großen Politiker gefragt, wir sind immer noch weit, weit abgeschlagen von vielen anderen und nicht jeder hat so viele Megabytes zum Download, da wären manche Firmen froh, wenn sie sowas letztendlich wie ich zu Hause habe, wenn du auf Glasfaser richtig umsteigen kannst. Aber das ist genau die Problematik, dass viele das gar nicht können. Und deshalb werden auch noch die klassischen Intranets hier einfach sagen und bestehen bleiben, weil wir können nicht alles in die Cloud geben, weil unsere IP bietet mir leider nur diese schmale Bandbreite an. Das ist unser erstes Problem, das kommt, wenn die Leute dann die Bandbreite hätten, dann können sie natürlich das auch wandeln. Aber man hat natürlich dann doch schon Brüche da drin, weil on-premise hast du ja halt nur bestimmte Funktionalitäten und vieles, was den modernen Arbeitsplatz ausmacht, ist ja halt letztlich nur cloud-basiert verfügbar. So ist es. Also da muss man schon, irgendwie muss man sich schon darum kümmern, eine entsprechende Verbindung ins Netz zu bekommen, ne? Richtig, aber das ist ja genau das Problem, dass es nicht bloß bei uns gemacht wird, dass wir anfragen und es wollen, sondern dass auch die Angebote letztendlich überhaupt mal existieren. Wir sind einfach mit dem Infrastrukturaufbau noch relativ weit dahinter. Wir reden nicht von Berlin. Wir reden auch nicht von Aalen. Ja, wenn ich mir immer morgens reingucke und meine Bandbreite überprüfe und 400 Mbit down habe, dann sage ich, wow, schön, da macht's auch Spaß, da kannst du alle Angebote nutzen. Und dann bist du irgendwie ein paar Tage draußen und musst wieder beim Kunden und dann merkst du einfach, wie langsam zum Teil wir noch arbeiten. Und das wird für viele ein Problem werden, wenn die Infrastruktur nicht bereitgestellt wird. Das kann nicht ich, das kannst nicht du ändern. Entschuldigung, andersrum, nicht du und ich. Aber ich glaube, hier müssen wir immer wieder anklopfen und sagen, ja, die Industrie muss in der Lage versetzt werden, das auch irgendwo zu leisten. Nur dann können wir so innovativ bleiben in der Bundesrepublik und die Firmen nach vorne bringen. Das ist ein interessanter Aspekt. Siehst du das denn tatsächlich so, dass viele sagen ja, die Cloud, die Widerstände gegen die Cloud ist häufig so Sicherheitsaspekte und ja, Umstellungsaufwand. Aber dieses Thema Verfügbarkeit praktisch, siehst du das als einen wesentlichen Punkt bei deinen Kunden? Ja, also ja, das kommt natürlich drauf an. Mittlerweile habe ich selbst beim Thema OneDrive dann doch größere Kunden, wo es um 30, 40, 50.000 Clients irgendwo geht. Und da siehst du einfach, wie die Anbindungen sind. Da ist zum Teil noch zentral, dass man zentral eine Stelle hat, noch alte VPN-Clients, mit denen man sich einwählen muss und dann zentral auf welche Daten auch immer zugreifen. Und das sind auch so die Fragen, die dann irgendwo kommen. Bedeutet, die Leute müssen sich schon Gedanken machen, nicht bloß für Office
Office 365, dass da ein bisschen mehr ist. Und der Punkt ist, nicht bloß die Infrastruktur bereitzustellen, sondern auch die Mitarbeiter mitzunehmen. Die wenigsten Mittelständler, die ich bisher gesehen habe, haben wirklich auch Leute, die diesem schnellen Zyklus danach auch folgen können. Natürlich ist es nicht so einfach zu sagen, hey, ich roll mal jetzt 50.000 User hier aus und ich möchte dies und jenes machen. Das ist nicht so ganz einfach. Ja, da sind wir in Deutschland noch ein bisschen hinterher. Aber wenn wir dann uns mal ein bisschen am großen Microsoft Infrastrukturteil orientieren, was die bereitstellen, ja, mit den größten Kapazitäten. Die sind ja jetzt mittlerweile Nummer eins, wenn ich richtig gesehen habe, was Infrastrukturteile angeht, die sogar in Unterwasserexperimente mit Datacenter letztendlich machen, die Datacenter in Deutschland installieren, die Datacenter in Norwegen installieren. Das heißt also, es kommt immer wieder, man geht lokal in die Nähe und es wird immer besser werden. Das heißt, einfach auch hier um den Ausfall letztendlich zu handeln. Wir alle können den Bagger, der irgendwo über die Straße geht, den können wir nicht ganz vermeiden. Aber auch hier gibt es mit LTE etc. zum Minimum, ein Minimum, bis es repariert ist, eine Möglichkeit, ein Backup zu schalten, sodass man eigentlich fast immer online sein kann. Und natürlich sind wir auch nicht gewappnet, das kennen wir und das kennst du, dass wir irgendwo sagen, hey, heute kannst du dich mal wieder nicht beim Dienst XY, der ist auch mal wieder aus. Sowas passiert. Das passiert aber im eigenen Rechenzentrum oder passierte im eigenen Rechenzentrum genauso. Ja, es sind nun mal Services und wir kriegen schon die hohe SLA, aber wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ja, das ist erforderlich. Es ist nicht mehr alles im Haus. Und selbst wenn ich sage, okay, der Bagger ist drüber gefahren und ich hätte alles im eigenen Haus, dann kriege ich das Zeug trotzdem nicht nach draußen, weil auch hier genau dieselben Reglementierungen gehen, die wir haben, dass wir nichts holen können und also auch da nicht nach draußen gehen können. Das ist das Problem. Ich hab gerade mal so 30 Tage lang Unlimited Data Traffic von meinem Smartphone-Tarif. Das ändert schon so ein bisschen das Verhalten. Man denkt einfach gar nicht mehr drüber nach. Gucke ich mir jetzt mal ein Video an und ähnliches. Also das ist schon eine sehr schöne Sache, wenn man unlimitierten Datentransfer hat. Aber gut, davon sind wir noch weit entfernt. Lass mich mal nochmal ganz, du hattest gerade gesagt, es ist ja bei dem modernen Intranet ein Thema ist wichtig, dass man die Mitarbeiter mitnimmt. Mal vielleicht aus der OneDrive-Perspektive gefragt, ist denn, du machst ja auch, wie gesagt, viele OneDrive-Migrationen, ist denn diese Migration des persönlichen Dateispeichers nach OneDrive, ist das ein hilfreiches Mittel, um die Mitarbeiter so in Richtung digitale Transformation oder anderes Arbeiten mitzunehmen, sie auf den Geschmack zu bringen? Mehrere Perspektiven. Zum einen, ja, kann man machen, weil je nachdem, ob du heute in Yammer irgendwo Dateien abgelegt hast oder in Teams, wenn man schon so weit ist, oder aber ganz einfach sagst, ich brauche nur einen Speicher. Was es für mich nicht ist, der Ersatz für Laufwerk S, T, P, wie sie auch immer heißen, den viele noch haben, einfach nur zum Speichern. Die Leute merken noch nicht, das ist meistens, man muss wirklich dahin schubsen, dass OneDrive mehr ist als ein Synchronisationstool. Mittlerweile ist es ein Synchronisations- und Sharing-Tool. Ja, wenn du heute wirklich eine Datei schreibst, wenn du die neueste Version auch von Office dann benutzt, dann schreibst du irgendwo in deinem Word und speicherst in einen synchronisierten Ordner. Soweit noch ganz okay. Aber dann möchte ich sagen, und jetzt möchte ich das sofort mit dem Michael teilen. Und dann muss ich nicht die Applikation verlassen, sondern ich drücke auf der rechten oberen Hälfte auf den Teilen-Button. Habe ich nur, wenn ich die neueste Version habe, ja, dann geht ein Dialog los. Das heißt, es wird jetzt der Synchronisations-Client benutzt, um sich die Rechte von meinem OneDrive for Business oder SharePoint, was im Prinzip ja dasselbe ist, also eine Side-Collection, von dieser Datei, die ich gerade eben gespeichert habe, wird geholt und wird mir zur Verfügung gestellt. Als erstes einfach zum Beispiel, ich darf überhaupt nicht mit extern mit dir das teilen. Oder aber es kommen halt die ganzen Informationen, das ist derselbe Dialog. Viele denken noch, das ist so wie früher, du musst auf eine Seite gehen. Du musst im Explorer kannst du es machen. Du hast denselben Dialog heute, ob Android oder aber auch beim iPhone.
überall derselbe Dialog, der noch ausgebaut wird. Das heißt also, dieses Teilen, dieser Mechanismus kommt immer näher zustande, dass ich den Dialog bekomme, auf den Button klicke, ja, einen Link generiere automatisch, der wieder zurückgeschrieben wird, aber ich muss nicht wechseln. Ich bin in meiner Arbeit. Ich habe jetzt mit dir eine Dokumentation. Wir können gemeinsam am Dokument arbeiten und. Und das ist der zweite eigentlich Schritt, nicht bloß das Ding als, ja, ich habe einen zusätzlichen Speicher, ja, ich habe einen Backup-Speicher, sondern wo ich sage, ich kann dahin. Und das bedeutet, dass man da die Leute abholen muss, um einfach zu sagen, es geht schneller. Du musst nicht mehr dieses Dokument verschicken. Viele versenden immer noch das Dokument und gehen nicht so um wie wir, indem wir einfach ein anderes Medium nehmen und so weiter und gucken, wie wir als schnellstes irgendwo unsere Arbeit gemacht bekommen. Und dazu braucht es neue Leute. Und gehe mal davon aus, ob jetzt Intranet, SharePoint, das muss ja alles irgendwo gesehen werden. Und wenn du die Liste der wöchentlichen Ausgaben, was sich wieder ändert in den nächsten 4, 6, 8 Wochen, ja, da kommen jede Woche Neuheiten. Und das ist ganz wichtig, dass sich mit Firmen auch Gedanken machen. Dazu brauche ich nicht nur einen Administrator. Da brauche ich auch einen Datenschutzbeauftragten, der mir das angucken kann, was da passiert. Dazu brauche ich junge Leute, dynamische Leute, die auch die Lösungen im Unternehmen irgendwo kennen, um einfach zu sehen, was betrifft mich denn hier? Und egal, ob das jetzt heute SharePoint, Yammer, Skype for Business oder sowas ist, diese Leute sind dann auch unter First Release, die kriegen die Version früher, alles andere wird verzögert in größeren Unternehmen und die können sich Gedanken machen, müssen sich treffen und wenn das international ist, ist das ein riesiges Gremium. Und ich habe bisher eine Firma mal wirklich erlebt, eine große, die sich da Gedanken gemacht hat seit der Ignite und die dann wirklich, wow, die haben also diese Leute schon identifiziert. Sie haben die schon da, um einfach hier dann auch reagieren zu können. Weil das Ausrollen und technisch abzusichern ist eines, aber nicht die komplette Arbeitsweise, die dann weitergeht. Ja, und wenn ich mir überlege, mit den ganzen Funktionen, den Sicherungsfunktionen, du hast ja gerade schon gesagt, was hat man früher gemacht? Man hat die Datei aus dem Filesystem genommen, in eine E-Mail reingepackt und verschickt und damit war sie dann draußen, ohne dass man das noch, ich sag mal, aufgrund von Unternehmensrichtlinien kontrollieren konnte. Heute, wenn du das alles online hast und dann die ganzen Rechtefunktionen und so weiter in SharePoint und in Office 365 aktiviert hast, dann arbeitest du ja da in einem auch für den Unternehmenskontext sicheren Zusammenhang. Und du kannst es direkt mit jemandem teilen und kannst nur das teilen, was du dann auch sozusagen teilen darfst. Und das ist dann quasi per System gesichert. Also insofern wird es nicht nur für den Benutzer einfacher, solche Dinge zu teilen und mit anderen zusammenzuarbeiten. Es wird auch für das Unternehmen einfacher zu kontrollieren oder zumindest im Hintergrund zu steuern, dass bestimmte Dinge einfach nicht mehr unkontrolliert geteilt werden dürfen. Ja, und das sind also Sachen, wenn du heute in grob ganz schnell nach den Richtlinien innerhalb von Teams eine Gruppe erzeugst, ja, nicht erst den Administrator fragen, der gucken muss, was können wir da machen? Nach einer Woche hast du deine Teamzeit, ist die Idee schon längst weg. Lasst uns das schnell generieren und es funktioniert. Nur ist es da zum Beispiel das Speichern mit externen, nein, das Teilen mit externen hast du mal geblockt. Das hat durchaus vernünftige Gründe, ja, dass man sowas dann letztendlich sagen muss, hey, seid ihr euch als Owner nachher darüber im Klaren, was das bedeutet, wenn ihr mit externen Dateien teilt? Jetzt ist so von der Ideenwerkstatt von einem Marketingteil relativ unkritisch. Aber wenn das die Patentabteilung ist, dann muss man mit den Leuten schon mal reden. Und das sind die neuen Aufgaben, die Administratoren bzw. der Support auch leisten muss, indem er denen sagt, seid ihr euch wirklich drüber und klar? Wisst ihr, was das danach bedeutet? Und dann schalten wir es frei. Aber zuerst mal lass uns arbeiten. Erst mal losgehen. Und nicht erst Change Management nach 2 Wochen kommt so weit. Das dauert alles zu lang und die Leute wollen ihre Energie austoben. Sie sind bereit, etwas zu tun und wurden in der Vergangenheit leider immer gehindert. Naja, und die Entwicklung geht ja immer schneller voran. Lass uns mal einen Blick auf das zweite Thema werfen, was ich gerne mit dir diskutieren möchte. Das Thema künstliche Intelligenz, was wir ja mittlerweile immer mehr auch in Office 365 sehen oder zumindest, vielleicht sieht man es gar nicht, aber es ist ja mittlerweile da. Wie siehst du da die Entwicklung? Wird es mal irgendwo, wenn ich jetzt mal auf OneDrive gucke, wir haben ja da immer noch, ich sag mal so, die klassische Folderstruktur. Wird es irgendwann mal eine KI geben, die mir mein OneDrive vielleicht nach bestimmten Tags und Topics sortiert?
Eben, warum sollte es nicht gehen? Beispiel möchte ich einfach nur mal zitieren, zwei. Das eine kommt aus dem Bereich, wer Microsoft ein bisschen kennt und auch die Innereien, dass diese Bots letztendlich haben, die auch mit künstlicher Intelligenz gespickt sind, wo du sagst, ich möchte ein Meeting nachher mit dem Michael am Morgen haben. Und wenn ich Microsoft-Mitarbeiter bin und in Köln lebe oder Köln untergeordnet ist und wer jemals reingeguckt hat, wie viele Meetingräume da weltweit im Zugriff sind, ist es eine Herausforderung, sowas manuell zu machen. Heute haben die einen Bot und schreiben letztendlich rein, hey, ich möchte einen Termin, morgen 5 Personen, mehr muss ich nicht sagen. Er weiß dann, dass Köln gemeint ist. Wenn ich das in München oder in Berlin haben will, dann muss ich natürlich noch in Berlin sagen. Und es geht in Sekundenschnelle, weil er letztendlich versucht, hier das Ganze zu optimieren. Also diese Bots, die nur Informationen ziehen, sind das Erste. Das Zweite ist, gehen wir mal zu den Programmierern. Da fand ich das erste Mal sehr, sehr interessant. Ich habe hier von Channel 9 mit den Leuten auf der Bild eine Vorstellung mir angeguckt und war höllisch begeistert. Es ging um Visual Studio und es ging um Aufrufe von API von Programmierern. Was hat das jetzt mit KI oder Artificial Intelligence zu tun? Nun, eigentlich erstmal gar nichts, aber was sie eingebaut haben, und das muss man einfach so sehen, dass so eine Funktion immer bestimmte Parameter nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge nachher beinhalten kann. Die kann kein Mensch komplett lernen. Es sind zu viele und es kommen täglich neue dazu. Aber da hilft uns ja schon in vielen Tagen das, was die Leute haben. Ich habe also hier einfach, ich gebe den ersten Namen ein und dann kriege ich den ganzen Teil runter. Es fallen mir Sachen raus, die letztendlich mir die Möglichkeit geben, weiterzuschreiben. Nun kommt aber das Tolle, wenn du dann irgendwann siehst, und da haben sie jetzt schon Artificial Intelligence für Programmierer eingebaut. Ich sehe die Funktion, ich sehe aber unten, dass die Reihenfolge der Parameter, wie sie benutzt werden, mit einem Häkchen, mit einer kleinen, mit ganz, nicht ein Häkchen, das ist ein Punkt eigentlich nur. Das heißt, er hat geguckt, wie andere Programmierer, nicht mal in meiner Firma, letztendlich hier diesen Funktionsaufruf benutzen und sagt mir, der Höchste, das ist der Oberste, den benutzen die Leute am meisten. Das heißt, wir wissen gar nicht, was die programmieren, darum geht es auch gar nicht, sondern wie ein REST oder wie ein API-Aufruf als solches funktioniert. Und wo ich dann sage, mal drüber nachdenken, warum machen die alle das anders? Ich habe eigentlich das noch so in Erinnerung, drüber nachzudenken. Mhm. Und das ist einfach die Hilfe, die letztendlich kommt und die in Artificial Intelligence ist. Das sind die ersten Punkte. Und ich glaube, wenn Programmierer auf sowas zurückgreifen, können wir natürlich auch nachdenken, so wie du sagst. Ich gebe einen Begriff ein, ich gebe einen Begriff in die Suche ein, wo auch immer, ja, in ein Feld und er kann dann gucken, wo habe ich zuletzt was gespeichert. Das ist auf SharePoint, ich gehe auf SharePoint, vielleicht auch mit dem Metadaten des Next Generation Sync Clients, erholt sich die Daten, was er dazu findet und bringt mich in einer völlig neuen Form in der Applikation, wo ich mich heute befinde. Und dann braucht er nicht mehr sagen, ich muss es hier oder da speichern. Irgendwann wird es so sein, dass wir auch nicht mehr nachdenken müssen, das in einer hierarchischen Anordnung letztendlich abzugeben, sondern der Rechner bzw. das System und Artificial Intelligence im Hintergrund weiß, wohin das Ding gehört. Und bringt es dir dann auch entsprechend wieder zurück und bietet dir nochmal ganz andere Kontextmöglichkeiten. Also ich meine, wie gesagt, wir organisieren ja heute viel nach Struktur, aber irgendwann kann man dann ja mal nach Kontext organisieren. Delph war ja schon mal so ein Beispiel, wo man den Graph nimmt und dann versucht, das System im Hintergrund mal zu eruieren, was für mich interessant sein könnte, weil ich auf bestimmte Verhaltensweisen gezeigt habe, dass mich das vielleicht interessieren könnte oder was meine Kollegen machen. Aber da sieht man natürlich immer mehr kommen. Bildanalyse, gerade bei OneDrive, wo man ja ganz viele Dokumente noch abspeichert, da kann ich mir gut vorstellen, dass durch das Thema Textanalyse, Textverständnis eben noch mehr möglich sein wird, die Daten, die dort sind oder die Dateien ganz anders anzuordnen. Das heißt, wenn ich heute irgendwie im Team tätig bin und man will zu irgendeinem bestimmten Thema etwas wissen, gut, dann kann ich jetzt suchen. Auf der anderen Seite wäre es natürlich schon schön, wenn ich einfach bloß das Schlagwort eingebe und aufgrund dieser Metadaten automatisierten Verschlagwortung dann einfach die relevanten Daten angezeigt bekomme, die dazu passen.
Das Problem an der ganzen Geschichte ist, wenn ich neu zu dir in die Firma komme, dann habe ich keine Ahnung, wie es vor mir geht. Das heißt, dieser sogenannte Onboarding-Prozess wird erst einmal auch mit sehr vielen Fragen, wie arbeitest du? Du wirst sehr viel suchen. Und schon da muss er erkennen, hey, du steckst in der Abteilung Marketing und du wirst letztendlich dann immer mehr mit dem verzahnen. Das heißt, das System muss selbstständig lernen, ja, nach was suchst du die ersten Tage? Das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist eigentlich das, dass die alten Prozesse noch unheimlich lange dauern. Die müssen verkürzt werden. Aber das System muss in diesem Prozess erstmal lernen, wozu gehörst du? Das geht los im Active Directory, dass du letztendlich sagst, okay, ich gehöre zur Abteilung Marketing. Das geht aber weiter, was du täglich und was du in den ersten Tagen und Wochen erstmal erarbeitest, ohne großartige Einarbeitungszyklen, wie wir vorhin schon gesagt haben. Du gehst auf eine Seite und du findest die Information. Und dann merkt das System, dass du zu 90% hier mit Marketing dich nachher auseinandersetzt und dann einfach sagt, hey, wenn du jetzt sagst, okay, ich weiß jetzt, wie das funktioniert, ich habe keine Ahnung, wo das gespeichert wird, ja, noch arbeiten wir hierarchisch. Aber die Zukunft ist einfach so, dass das System dann weiß und du dann nachher nur noch sagst, okay, ich habe hier jetzt meine erste Aufgabe, die erfülle ich jetzt und dann kann ich das speichern. Und um ganz ehrlich zu sein, gehen wir zurück. Früher mussten wir noch irgendwo speichern und irgendwann brauchen wir nicht mehr speichern. Heute müssen wir noch immer den Ort angeben, aber irgendwann wird das von selber erledigt werden. Das ist jetzt aber ganz weit geguckt, aber das reduziert natürlich die ganzen Prozesse, Firmenwechsel viel flexibler zu handhaben, von jetzt Wochen auf ein Minimum an Zeit, dass das System selbstständig lernen kann, was du tust. Und da spielt es eine ganz große Rolle. Und man muss auch, sag mal, seine eigenen Verhaltensweisen mal überprüfen, weil plötzlich Dinge anders funktionieren, die man vorher anders gewohnt war. Mir ist das neulich so passiert, ich habe eine PowerPoint von OneDrive aufgemacht und wollte die bearbeiten und irgendwo sah ich jetzt oben einen Haken, der sagte automatisches Speichern. Und und dann war einfach meine Änderungen, die ich gemacht habe, waren schon gespeichert. Und ich dachte, wenn ich jetzt wieder abspeichere, ja, aber ich habe im Grunde genommen jetzt diese riesige Versionierung im Hintergrund. Das heißt, ich kann ja automatisch auf die alten Versionen zurückgreifen. Und das insofern ist das automatische Speichern gut und nicht erst dann speichern, wenn ich es tatsächlich machen möchte. Also da sind immer so kleine Dinge drin, die im Hintergrund kommen, die aufgrund von solchen, ich sag mal, ob das künstlich intelligent ist, aber halt bestimmte Automatisierungen und so weiter funktionieren, die dann eben auch erfordern, dass man sein Verhalten entsprechend daran anpasst. Aber das ist genau der Punkt. Die meisten und wir Menschen sind nun mal so eigentlich gestrickt, dass wir sagen, lass uns das benutzen, wir wissen jetzt, wie es funktioniert. Das heißt, wenn du mit Automatik im Autofahren Automatik gelernt hast, dann weißt du irgendwann und denkst nicht mehr nach. Ja? Oder die mit Schaltgetriebe kennen beides. Aber das ist einfach so, man muss nicht mehr nachdenken. Und wenn man schon bei der Fahrschule nicht gelernt hat, wie der Blinker zu betätigen ist, dann wird das auch später sehr, sehr schwierig werden. Heißt, der Automatismus, der automatisch kommt, auch wenn ich mich mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin im Auto unterhalte und rechts abbiegen, dass du einfach einen Blinker setzt, das ist ein Automatismus. So, nun kommt es irgendwo, genauso im PC, ja, wir haben alles lernen müssen und wir wurden immer gehindert, bestimmte Sachen zu benutzen und jetzt möchte die ganze Welt, dass wir viel flexibler das Ganze handhaben. Das bedeutet aber auch, dass wir dann diese Erfahrungswerte mitnehmen müssen. Die Erfahrungswerte, die wir haben, die wir gerne nachher aufnehmen und immer sagen, wow, ich finde das toll. Ja, ich habe jetzt ein neues DATEV-Programm gekriegt, was mich früher immer gestört hat. Ja, dieses DATEV-Programm musste ich früher per CD installieren. Heute sind es noch 180 MB und dann kannst du dann remote arbeiten. Endlich kann ich auch sagen, ich kann das mitnehmen. Früher wusste ich nicht, was da alles nachher dann, also eine CD wirklich, die so viele Elemente nachher hat, dass ich irgendwann ein extra System genommen habe. Und das sind Lernprozesse, die man einfach mitmacht. Manches geht schneller, manches geht langsamer. Und wir müssen nur gucken, dass eigentlich der PC und nicht bloß der PC, das Smartphone eigentlich genauso, dass wir mit diesen Dingen einfacher umgehen. Und manchmal werden wir, beim Smartphone sieht man das in sehr, sehr drastischer Weise, eingeholt. Man benutzt etwas. Man sagt einfach, hey, ich möchte mit jemand Kontakt treten, das muss schneller sein und nicht bloß eine doofe SMS sein. Und dann ist da ein Hersteller, der alles verschlüsselt und so weiter anbringt und die ganze Menschheit benutzt es, ohne nachzudenken, was sie letztendlich damit tun.
Und wenn das im Business genauso geht, dass du einfach ein bisschen mutiger bist und etwas tun kannst und nicht irgendwo, sie dürfen hier nicht speichern, nein, es erlaubt ihnen der Zugriff nicht, also diese ganzen Meldungen, das muss nicht sein, das muss intelligenter werden. Und dann glaube ich, dass es mehr Spaß macht, das Werkzeug, das uns eigentlich nur helfen soll, Arbeit zu erledigen in einer kürzeren Zeit. Ob das ein PC ist, ein Smartphone, einer oder zwei oder fünf Rechner, das spielt überhaupt keine Rolle, dass man das schneller erreichen kann. Und das ist, glaube ich, für mich das Wichtige. Die Jungen fragen heute nicht mehr oder fragen ganz gezielt, wie sieht die Zukunft irgendwo aus und sind nicht mehr bereit, noch 5 Jahre auf irgendetwas im Unternehmen zu warten. Die wechseln lieber, weil sie sagen, wir sind ja immer noch hier, wir können keine neuen Features haben und ja, das ist der Kreislauf und gehen dann lieber in eine andere Firma. Vielleicht nochmal so zum Abschluss. Du hast das ja gerade erwähnt, Smartphone, PC. Wir haben lange Zeit über Tastaturen gearbeitet. Mittlerweile arbeiten wir über Touch. Und wir stehen eigentlich kurz davor, dass wir in Zukunft mit unseren Geräten eigentlich nur noch sprechen. Wie weit siehst du denn das Thema Spracheingabe und Sprachkommunikation? Ich sag mal Cortana, Alexa, was alles dazugehört, Siri, als ein Trend, der sich in relativ kurzer Zeit vermutlich auch in unseren Bereichen etablieren wird. Es hängt natürlich wieder mal davon ab, wo ich arbeite, in was für einer Branche ich arbeite und wie mein Arbeitsplatz gestaltet ist. Stell dir vor, wir haben ein Großraumbüro und dann haben wir das riesige Problem, alle reden mit ihren Geräten, das wird nicht ganz richtig funktionieren. Ich habe dann das Schöne, dass ich hier in meinem Office bin und natürlich ist immer wieder versuche und zum Teil an Grenzen nachher von Siri, Alexa, Cortana und Co. stoße, weil ich kann Ihnen leider dazu nichts sagen. Also es gibt immer wieder die Sachen, so selbst normale Sachen. Da fehlt es noch an bestimmten Sachen. Es ist ganz klar, wenn ich was einkaufen will und auf dem Land wohne und so weiter, dann leben die Leute das wirklich aus. Aber es wird halt auch missbraucht zum Teil bei solchen Apps etc. genommen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, weil wir ja immer noch Sommer ist und wenn du diese Folge irgendwann dann sendest, ist auch die Weltmeisterschaft schon vorbei. Aber es gibt in einer Liga in Spanien so ein interessantes Teil, wenn du das benutzt, so eine App, dann guck die erstmal, wenn die hört, du bist in einem Lokal, da läuft irgendwo ein Spiel der Liga und dann gucken die nach und dann holen sie über die GPS-Koordinaten deines Smartphones die Information, gleichen das intern ab und stellen fest, aha, dieser Gastwirt hat überhaupt keine Lizenz, das Ding hier zeigen zu können. Es ist schon sehr, sehr hanebüchend, aber solche Dinge sind draußen. Und das ist das Schlimme bei uns, dass unter den sehr viel guten Sichten auch noch ein paar negative drin sind, die uns dann immer beschnüffeln und etc. dann einfach gucken, was da machbar ist und dass uns immer wieder dann nachher gerade uns Deutschen so, naja, ich habe es ja von vornherein gewusst, dieses Image gut, wieder einbringt. Ich sage ja mal, wir sind dagegen jetzt geschützt. Wir haben ja die Datenschutzgrundverordnung, die schützt uns ja alles. Da ist ja jetzt alles gut. Da müssen wir nicht machen. Nein, aber du hast völlig recht, die Aspekte. Also das denke ich auch, ist das etwas, was man bei KI, glaube ich, auch unbedingt berücksichtigen muss, wenn es immer mehr in den Arbeitsplatz einbeginnt. Wie weit vertraue ich nachher darauf tatsächlich? Beispiel immer so Übersetzungsfunktion. Wenn ich mir heute angucke, was da automatisch teilweise übersetzt wird und du schaust es mal in deiner eigenen Sprache an, dann sage ich mal, okay, ich kriege den Sinn mit, aber da jetzt eine verbindliche Übersetzung in Vertragsverhandlungen oder wenn du irgendwas tatsächlich abschließen willst, sich darauf zu verlassen, dass das, was übersetzt wird, auch schon richtig so sein wird und auch von dem anderen in seiner anderen Sprache auch so verstanden wird, das halte ich für im Moment noch sehr sportlich und herausfordernd. Also da würde ich mich nie drauf verlassen. Im Moment jedenfalls noch nicht. Da muss man gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber die Gefahr besteht doch einfach auch, oder dass man gar nicht mehr merkt, dass da im Hintergrund was automatisiert passiert und man einfach davon ausgeht, das ist schon so gut, das funktioniert schon so und man es einfach nicht mehr
ich denke mir gerade am Anfang kritisch hinterfragt, ist das schon so gut, dass es tatsächlich auch so funktioniert, wie es funktionieren soll? Das merkt man aber auch bei den ganz normalen Algorithmen. Stell dir mal vor, wie viele noch im Internet nichts finden, weil sie nicht wissen, wie Suchmaschinen funktionieren. Ohne eine Suchmaschine meiner Wahl jetzt überhaupt in den Mund zu nehmen. Das hat sich doch erheblich geändert. Man kriegt schon Vorschläge, manchmal kriegt man zu viele Vorschläge. Aber wenn man ein bisschen nachdenkt, dann ist es immer wieder, dass du ein oder zwei Suchen, wenn du richtig eingibst, den zweiten oder dritten Eintrag ist genau das, was du haben möchtest. Das heißt, die Systeme, die aufgrund der Suchabfrage irgendwo ablaufen, werden einfach intelligenter und sie merken einfach, wie es funktioniert. Und ich glaube, dass wir da noch sehr viel erleben müssen oder erleben werden. Und die Frage stellt sich dann immer, wie funktioniert das in Einzelnen? Nur muss ich das immer wissen? Kann ich mich nicht darauf verlassen, dass es dann nachher auch ist? Klar, bei einer Übersetzung sollte man wirklich mal noch mal reingucken, dass das richtig läuft. Aber im Endeffekt wird diese künstliche Intelligenz kommen und vor allen Dingen, wenn sie lernfähig ist, wenn ich das Ding koppeln kann, wenn sie nicht stehen bleibt. Und der künstliche Intelligenz ist nicht ein einmaliges System, sondern es muss letztendlich hier immer wieder neu dazulernen und zwar durch eigene Algorithmen, ja, nicht erst wieder neu programmiert werden. Und das denke ich, da sind wir noch ein bisschen davon entfernt. Da brauchen wir noch eine ganze Menge Rechenpower, aber ich bin da guter Dinge. Ja, guter Dinge. Erleben hast du gesagt. Wo kann man dich denn im Herbst noch erleben? Du bist da bestimmt wieder auf verschiedenen Veranstaltungen unterwegs, User Groups, Konferenzen. Hast du schon ein paar, zwei, drei Termine, wo man dich treffen kann? Ja, es gibt natürlich ein paar Termine. Im September werde ich aller Wahrscheinlichkeit auf der Ignite wieder eingeladen werden. Also das sieht ganz gut aus. Natürlich wieder zum Thema OneDrive, aber mit etwas, wo ich nicht unbedingt zu Hause bin, aber mich immer näher nähere, nämlich GDPR. Die Amerikaner sind schon zum Teil unheimlich clever. Ja, allerdings haben sie gesagt, hey, wir wollen was mit OneDrive. Geht nur um OneDrive und den Rest lassen wir weg. Und damit ist es sehr stark segmentiert. Aber sie wollen es nicht selber drüben in Amerika haben. So eine Ignite, du weißt, 28.000 Leute. Da kommen auch ein paar Europäer und da kommen auch ein paar Deutsche und die alle mit dieser europäischen Datenschutzverordnung involviert sind. Das ist ganz schlimm. Ich ärgere mich also zurzeit bei so vielen Sachen, ja, warum etwas nicht richtig angepackt worden ist in den letzten zwei Jahren. Aber egal. Dann haben sie gesagt, hey, wir nehmen Europäer, am besten wir nehmen Deutschen, weil dem glauben sie es eher als uns. Sehr schön. Also das ist die, dann habe ich noch meine OneDrive Deep Dive laufen. In Nürnberg geht es da im Herbst dann weiter. Wir sehen uns auf dem SharePoint Forum, gerade zu diesen Themen. Stell dir vor, OneDrive wird ausgerollt und keiner geht hin. Es gibt genügend Teile. Ich werde weiterhin durch die Bundesrepublik ziehen. Und du hast ja meine Termine immer fest im Griff. Und da ist es relativ einfach dann zu sagen. Und ich schicke dir nachher noch mal die letzten Updates, was da alles passiert. Schweiz ist im Brandwolf. Also es gibt eine ganze Menge. Alles klar. Gut, Hans, das freut mich. Vielen Dank für deine Zeit. Dann noch soweit, wie der Sommer noch, sie scheint, einen schönen Restsommer. Danke für deine Zeit und ja, bis zum nächsten Mal. Bitteschön. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.